Gruß hier aus dem dunklen Wald bzw. dunklem Waldesrand. Heute soll es um diesen kleinen Gegenstand gehen, und zwar diese Kopflampe. Die TrueNight DHC20, die mir gute Dienste leistet. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ich komme ein bisschen näher, damit ihr euch die Lampe kurz angucken könnt. Die TrueNight THC20 ist eine relativ kleine Lampe mit so einem elastischen Kopfband, das dazu kommt. Und wir schauen uns jetzt mal die genauen Daten dazu an. Die TrueNight TH20 kostet ungefähr 33 Euro momentan. Ich habe sie auch schon für 30 bekommen. Da müsst ihr natürlich mal ein bisschen gucken, aber in ungefähr dem Preisbereich entwickelt sich das. Es gibt eine Max-Lichtleistung von 520 Lumen bei einer Cree XPL V6 LED. Da gibt es bestimmt Schlaue unter euch, die wissen, was das alles genau bedeutet. Im Turbo-Modus, und wenn ein Lithium-Ionen-14500er Akku verwendet wird mit 750 mA. Das bedeutet, man kann eine Doppel-A-Batterie benutzen. Das ist mir immer ganz wichtig, damit das auch alltagstauglich ist, das Ding. Und man kann unterschiedliche Leuchtkräfte entfalten. Das heißt, mit einer Doppel-A-Batterie wird man wahrscheinlich ungefähr nur die halbe Kräfte erreichen können. Die Lampe ist stufenlos einstellbar. Das heißt, ihr könnt draufdrücken, habt jetzt so einen kleinen Firefly-Modus, der mir übrigens sehr, sehr wichtig ist, sind 0,6 Lumen. Das heißt, perfekt, um so Kleinigkeiten zu machen, wie was zu lesen oder so. Ist wirklich, ist kaum Licht, also man sieht nur so ein bisschen den Boden im Zelt. Ist das ganz, ganz fantastisch. Und dann kann man festhalten. Und dann geht die einfach höher und wird heller und heller. Und dann blinkt sie, weil sie hat auch einen SOS-Modus. Und sie bleibt übrigens da, wo ihr sie gelassen habt. Die TH20 ist aus Flugzeugaluminium gefertigt, ne? Äußerst stoßfest, hat dabei nur ein Gewicht von 96 Gramm. Damit ist natürlich ohne Batterie gemeint oder ohne Akku, ne? Und sie ist wasserfest nach IPX8 Standard, also bis 1,5 Meter 30 Minuten lang. Das sollte für Regenwasser normalerweise reichen. Maximale Leuchtweite sind 67 Meter, finde ich ein bisschen, das sind so Laborwerte, ne? Also ich würde sagen, ihr seht so bis 30 Meter relativ gut. Und der Firefly-Modus mit sehr wenig Lumen, hier steht 0,7, ich finde es sind eher so 0,6, nicht weil ich das gemessen habe, sondern weil ich es auf einer anderen Seite gelesen habe, und zwar auf der Herstellerseite. So, dann mache ich doch mal die Leuchte von der Kamera aus, beziehungsweise die Extra-Leuchte, so. Ach, schon wird es ein bisschen weniger, und jetzt ganz aus. Und dunkel war es. Jetzt gucken wir mal in den Wald rein zusammen. So, und da machen wir doch das Licht von dem Kamerascheinwerfer mal wieder an. Zack. Und drehen hoch. So, jetzt könnt ihr mich auch wieder richtig sehen, nicht wahr? Wie ihr gesehen habt, mit der Lampe kriegt ihr einen Wald natürlich nicht komplett ausgeleuchtet. Das ist aber auch nicht der Sinn dieser Kopflampe. Dieser Sinn ist, im Buschkraftlager zum Beispiel rumzuwandern, da was sehen zu können. Beim Joggen gehen hält durchaus gut das Band, beziehungsweise beim Wandern gehen, den Wald und vielleicht ein paar Meter in den Wald reinzuleuchten. Natürlich alles andere, was irgendwie mit Keller zu tun hat, mit Auto zu tun hat, etc. Das heißt, die Lampe zeichnet sich besonders aus dadurch, dass sie praktisch, dass sie komfortabel, dass sie qualitativ hochwertig ist, etc. und dass sie ihren Job tut. Ihr könnt damit natürlich keine Lost Places ausleuchten auf Kameraniveau, dass ihr dort fotografieren könntet oder ähnliches. Als Privatanwender muss ich aber sagen, ist mir noch nie irgendwo ein Zweck aufgefallen, wo diese Kopflampe nicht genau für geeignet wäre. Weil ich bin nun mal niemand, der große Kamerafahrten im Dunkeln macht, also beruflich zum Beispiel oder sonst irgendwas. Das heißt, ich behaupte ganz frech, wie ich manchmal bin, dass diese Kopflampe für fast jeden von euch reicht. Sie ist leicht, sie ist klein, das Band fühlt sich angenehm am Kopf an, es passt eine Doppel-A-Batterie rein, immer gut sowas. Sie ist wassergeschützt und sie kostet nur um die 30 Euro. 30 Euro können für manche Leute viel sein. Aber ich finde, für die Qualität, die man hier bekommt, ist das eine absolut gute Lampe. Denn man kann sie ohne Bedenken einfach in den Rucksack reinschmeißen und sonst irgendwas. Das kann man bei anderen 10 Euro Kopflampen nicht immer tun, muss man mal so ganz ehrlich sagen. Das heißt, diese kleine Kopflampe hat
den Weg in mein Lieblingsausrüstungsequipment sozusagen gefunden und ist immer mit dabei. Ob ich nun irgendwie bei Zelten, Camping bin oder sonst irgendwas und ich will mal was lesen oder Noten lesen, wenn ich Gitarre spiele oder wenn ich wandern gehe, alles Mögliche, wenn ich in den Keller gehe, wenn ich kleinere Sachen irgendwo mal reparieren muss, wenn ich beim PC hinten was umstecken muss und es ist vielleicht dunkel und die Lampe von der Decke kommt nicht ran mit dem Licht, dann benutze ich das Ding immer. Also absolut empfehlenswert, vor allen Dingen in Anbetracht für das Geld und dass man das Ding auch einige Jahre haben wird bei der Verarbeitungsqualität. Man muss auch sagen, die TH20 von True Night ist auch ein Klassiker. Findet man einige andere Videos, falls euch mein Video nicht reicht, einfach mal eingeben. Ansonsten findet ihr natürlich aber, wenn ich euch schon überzeugt habe und ihr sowieso gerade eine Kopflampe haben wolltet, einen Link unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach mal draufklicken, dann kriege ich ein bisschen Prozente bei Amazon und es kostet euch nicht mehr. Ansonsten, wenn ihr die Lampe aber woanders günstiger findet, dann holt sie da, vielleicht ja sogar vor Ort, trotz Corona. Ja, meine Freunde des aufgehellten Dunkels, ich mache mich langsam wieder auf den Weg nach Hause, mit meiner Kopflampe natürlich, damit ich gut sehen kann. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen, es hat euch dahingehend informiert, was ihr für Informationen brauchtet. Wenn nicht, dann fragt mich doch einfach unten im Kommentarbereich, dann kann ich euch die Fragen beantworten. Ansonsten findet ihr auf den Links, die ich euch unten reinstelle, natürlich auch weitergehende Informationen, die ihr euch einfach mal anschauen könnt, falls ihr noch ganz detaillierte Sachen wie Netzspannung etc. haben wollt. Ich sage dann mal bis zu den nächsten Videos und tschüss, tschüss.